Würde ich das schaffen? Schaffen Sie schon. Wenn Sie das, das ist der einzige Wunsch ist. Ja, das ist der schönste Wunsch. Ja. Das ist der schönste Wunsch, den ich hören will. Ja, manchmal, weil viele Leute, die kommen zu einem Meister, aber nicht immer vor Gott. Sie kommen immer zu vielen anderen Sachen, für materielle Wünsche, materielle Erfüllung, irgendeinen Wunsch. Ah, sehr wenig, ja, 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 schaffen Sie hundertprozentig. Ja. Es gibt nicht viele die Leute, die rein nur vor Gott kommen. Deswegen haben die meisten immer Probleme. Bevor dass ich überhaupt was frage, möchte ich sagen, dass ich sich über alles liebe und dass Sie meine Meisterin bleiben. Dankeschön. Und jetzt habe ich zwei Fragen, die ein bisschen kompliziert sind. Ja. Die erste ist so, ich habe Katzen, die wo ich über alles liebe. Was? Katzen. Katzen, können Sie da, wie sagen wir, behalten, kein Problem. Nee, ich wollte die Katzen nicht wegnehmen. Wenn die zuerst tot sind und ich danach, wo finde ich denen? Da müssen Sie damit verantwortlich werden. Die Katzen, die fressen die Mäuse und so weiter. Meine nicht. Ah, nicht? Nein. Oder die Vögel draußen? Auch nicht. doch, sie haben. Ich hatte früher auch einen Katz. Also ich meine, ich nicht meine Katz, mein Mann. Mein früherer Mann, ja, bevor ich in die Himalaya Abenteuer machte. Ich habe auch einen Katz und er frisst die Vögel draußen, obwohl ich Vegetarier bin. Ich konnte nichts dafür. Oh, ich habe diese Katz nicht gewollt, aber mein Mann, er hat nach Hause gebracht und sagt, hier, mein Liebling, das ist dein Geschenk. Geschenk. Und ich habe gesagt, ich habe nie so ein Geschenk gewollt. Ich sage, doch, du hast. Ich habe gesagt, wenn denn? Ich sage, in Italien. Nämlich, wir haben bei einer, wie sagt man, nach dem Heiraten gehen wir zum was? Hochzeitreis. Ja? Honeymoon, ja? Ja. Und dann wir waren in Italien, ja. Und wir wohnen in einer sehr, sehr, wie sagt man, eine alte Villa. Eigentum, Wohnung? Nein. Villa, großes Haus. Große. Und sehr schöne, ja. Die gehört zu früher einem Diplomat oder sowas, ja. Das ist schön. Und aber solange keine Menschen wohnt in dieser Wohnung und da so viele Katzen herumlaufen, sie machen das zu Hause. Ihr zu Hause. Und da gibt eine Katze, ein Katz, Kätzlein. So klein und so dünn und so mager, ne? Sag man, weil die andere fette und große Katze immer alle Dinge fressen und für sie gar nicht lassen und auch sogar beißen, ja. Hat gebissen, diese kleine Katze. Und da meine, wie sagt, Heldin, die Eroische, Ego-Mentalität wieder, wie sagt man, erweckt. Und dann nehme ich die Verantwortung, dass ich die Polizist da stand, um das Essen dieses Kat zu überwachen. Ja, ich sitze jeden Tag da beim Abendessen oder Nachmittagessen mit dieser kleinen Katze fertig. Und mein Mann hat gedacht, dass ich so gern Katzen möchte. Und er ist so liebevoll. Was auch immer ich will, also findet er einen Weg, um das zu erfüllen. Und hat er gesehen, dass ich jeden Tag die Polizistenrolle gespielt habe, um diese kleine Katze zu benutzen. Und ich habe gedacht, ich möchte die Säugekatze. Und in München, es gibt noch, weil bevor wir weggehen, ja, es tut mir leid, es dauert so lange, aber die zweite Frage wird noch kommen. Wir haben heute Zeit voreinander, oder nicht? Ja, weil sonst morgen gehe ich schon. Und bevor wir weggehen, nach Deutschland wiederfahren, ich bemühe mich mit meinem Mann, Hefe, um diese Katze zu, wie sagt man, zu...
zu fangen, ja. Weil ich habe Angst, dass wenn sie da allein und ich mich da bin, der wird untergehen. Der wird untergehen. Und ich nehme, aber es ist uns nicht gelungen, diese Katze zu fangen. Und damit verstärkt mein Mann, wie sagt man, die Überzeugung, dass ich überhaupt diese Katze wirklich liebe. Oh, ja, gehen wir nach München. Und dann, ihr guckt überall für eine genaue Katze. Also, hier ein Sternchen, ein weißes Sternchen. Und der ganze Körper ist schwarz. Und die vier Füße sind weiß, weiß. Ja, sehr süß und sehr besonders. Ich habe noch die Foto. Und dann brachte ihr nach Haus. Geschenk. Ja, und habe ich Problem. Ihr habt überall herumgeschwungen, ne? Und wenn ich schlafe, er kommt zu mir und dann auf meine Ohren schreien. Und dann, wie sagt man, küsst sie mich hier überall. Und ich mag absolut Sauberkeit. Aber die Katze weiß nicht, was für eine Sauberkeit bedeutet, was Sauberkeit bedeutet. Ah, und die haben mich so viel geleitet. Also, wenn sie Katzen mögen, das weiß ich schon, die Probleme. Und er frisst die Vögel draußen. Ich gebe die Vögel draußen die Nahrung und der Katz nimmt die Vögel aus. Ich könnte nie mit ihm, wie sagt man, diskutieren über vegetarisches Leben. Oder die fünf Präzepte nimmt sie gar nicht ernst. Die Vögel, ja, die kommen zum Essen und dann die Katzen sitzen da, meditieren. Ganz konzentriert. Über die Vögel. Ah ja, sowas. Passen Sie auf, dass Ihre Vögel immer weniger werden. Also geben Sie, was die Katzen wollen, ja? Aber nehmen Sie die Verantwortung. Es gibt auch ein bisschen Karma mit dem Fleisch. Ja, mit der Fleischnährung, ne? Und nachdem diese Katze weg ist, vielleicht mögen Sie nicht mehr. Doch, wieder weiter. Dann brauchen Sie mir nicht zu fragen, warum Ihre Meditationen nicht viel vorwärts geht. Okay? Geht aber nicht so schnell. Könnte auch schneller gehen. Ja. Also Sie nehmen Sie Ihre Verantwortung. Wenn wir Gott überall lebte, Liebe, dann später unsere Liebe für andere Dinge wird ein bisschen weniger. Wir lieben sie immer noch, aber wir mögen nicht immer so sie also herumzuhaben. Das wird schon gehen. Aber Katzen sind sehr süß, das weiß ich, ich weiß. Ah, das ist ganz difficult, schwierig abzutrennen, ne? Wie viele Katzen haben Sie? Zwei? Ah ja. Es gibt die Leute, die 20. Ja, die laufen überall. Ja, bitte. Sorry. What about to meditate and to you don't, egg to eat to, so? It's possible to meditate and egg to eat so? No. That question we already answered. But in the bacon, what you recommended, there are egg too, usually. You bake your own cake? Yeah. Only separate eggs is a restricted problem. What? No, you bake your own cake without eggs. Uh-huh. Cakes go without eggs. When you want the same texture, you put some yogurt in it.